Moin Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Smart Edition in der Forever Edition. Und ja, ist ja schon weithin her, dass ich hier zum letzten Mal aufnehmen durfte. Ich glaube, das war im September oder so. Ich glaube, so ja vor 5 Monaten. Das kommt so gut, ganz so gut hin, ne? Hat sich ein bisschen gezogen, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen, warum, aber ich glaube, ihr könnt euch denken, ne? Wenn ihr mal so ein bisschen auf den Verlauf guckt. Aber ja, ich habe schon fast gedacht, dass ich wieder irgendwo mitten im Trainerkampf stecke. Wahrscheinlich wieder mit nur einem Pokémon oder wieder unterlevelt ist oder so. Mal schauen. Ich bin in einem Triathlon, aber das ist trotzdem Kämpfen nachkommen. Warum liegt es überhaupt vor? Warum geht es hier gar nicht in dem Projekt? Ohne Scheiß, um die Story. Eigentlich geht es ja nur darum, dass wir uns untereinander verarschen, aber ist ja auch egal. Botanist Mallowy. Ach stimmt, die haben ja alle doch random Namen. Ist ja ein Randomizer hier auch, stimmt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Smaragd Randomizer natürlich. So, hab ich richtig wieder? Wir haben jetzt ein Pokémon. 4 Pokémon. Und die Stars-Wolke hat noch einen Brief. Habe ich denn den nicht gegeben? Ich glaube schon. Ist schon lange her, Freunde. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr alles. Ich habe jetzt auch sicherlich mal in die alten Folgen geguckt, weil mir jetzt am Arsch vorbeiging. Ach fuck. Okay, die Stars-Wolke kann gar nichts machen dagegen. Weil die keine guten Attacken hat. Aber ich verstehe, warum sie vorne ist. Haben wir einen EP-Teiler? Ich hoffe. Ja, Silberblick, alles klar. Bam, bam, bada, bam, bam. Was hier bleibt, alles klar, tschüss. Tschüss, Knogger. So, wenn ich richtig mitbekommen habe, allerdings so anhand des Titels, dann haben wir schon den dritten Orden. Ich glaube, der Kampf gegen Walter hat schon stattgefunden, kann ich gleich nachgucken, ist ja kein Problem. Ich habe keine Energie mehr. Ja, du Lappen. Morschuh stimmt, heißen wir ja noch. Ey, ich habe so viel vergessen, ne? Gut. So, dann gehen wir mal hier hoch, einfach Nibelbeeren. Ja, ich habe auch wohl mitbekommen schon, dass Leona tatsächlich weg ist, unser Lapras. Das war, glaube ich, der Teil der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, dass ich die gesucht habe und so. Und da auch ein bisschen mad war, aber also im Nachhinein vor allem, ich glaube, die ist wirklich weg. Wenn die jetzt noch nicht wieder irgendwie aufgetaucht ist, soll ich mal gucken. Vielleicht sind ja auch mehr Pokémon freigelassen worden, mal gucken. Schauen wir mal eben nach hier. Und wie viele Pokémon? Erstmal gucken, ob wir den dritten Ort schon haben. So. Ja, den haben wir schon, alles klar. Müssen wir jetzt Zertrümmerer finden oder was? Was haben wir noch so auf der Box? Pokémon bewegen einfach mal. Kanivana, Snacker, kommt mit. Direkt. Das Wasser-Pokémon können wir gebrauchen. Den nicht. Gamelot. Unser Starter ist auch noch hier. Unser Slimog. Boxtot, Noctua Level 9. Das war schon. Das war's schon. Okay, wir haben echt nicht viele Pokémon zur Verfügung. Ich nehme einfach nochmal Noctua mit. Trainieren will ich aber Snacker vor allem. Weil ich möchte den Jungen entwickeln. Haben wir einen EP-Teiler, ist die Frage. Müssten wir noch eigentlich haben, oder? Ah ne, ist ja auch alles, ist auch als Randomized, ne? Stimmt, hab ich vergessen. Na gut, dann nicht. Oder war der irgendwo hier hinten? Nee, der ist weg. Okay, schade. Wir haben Superbälle, habe ich gesehen. Stimmt, habe ich auch. Das ist aber gut, dass wir einen haben. So, was ist mit dir hier? Hast du das fair gesehen? Nein, habe ich nicht. Komm, verpiss dich. Haben wir noch Kohle? Weil ich würde mir gerne noch mal ein paar Bälle mehr holen. Ich habe wieder ein bisschen Kohle, ja. Ja, gib ich auch das aus, ne? Ist scheißegal. Wenn wir keine Tränke haben oder sonst was. Mich juckt das ganz herzlich wenig. Ich wollte bei der Stars-Wolke ins Item gucken. Brief lesen. Dein Duflor, Chlorophyll, du, ach komm, eigentlich alleine Film. Okay, das ist nicht von mir der Text. Das weiß ich aber. Nehmen. Ach, nicht über. Ach, ist egal. Ist jetzt halt weg. Was ich auch mal machen kann, ist auf jeden Fall mal die anderen beiden hier trainieren, ne? Fangen wir doch mal mit Boxtot an. Wo ich halt jetzt jedes Mal switchen, ist mir aber auch egal. Alpolo habe ich auch keinen Bock drauf, ist mir auch so was von Latte. Ach guck mal, da sind 2 Pokémon sogar. Die wir da, oder 2 Trainer, die wir kämpfen können gleichzeitig. Ja, ich muss mir noch einfallen lassen, weil ich muss für mich irgendwie für die 5 Monate Pause revanchieren, natürlich. Das lasse ich so nicht nochmal sitzen, wenn das nochmal passiert, dann weiß ich auch nicht, ob ich nochmal weitermache hier. Sag ich ganz ehrlich. Weil ich habe da auch keinen Bock mehr. Ich dachte tatsächlich, dass das eigentlich bis zum Release von Shiny Diamond und Leuchtende Perle durch ist, hier das Projekt, aber ja, da habe ich nichts zu. So, komm, kämpfen wir gegen die Zwillinge hier. Senior und Junior, Sejong und
Raschel. Also wer boxt hat ein paar Level höher, wie würde ich sagen, ja, der kämpft jetzt trotzdem, aber schade. Nee, warte mal. Sejong könnte beide angreifen, ist eigentlich egal, mit Eisattacke oder so. Stopp, ich muss noch zurück. Ich kann sicher nicht Gyorok hier einsetzen, obwohl ich kann eigentlich nur Psy einsetzen. Was ist das Problem? Kann ich Zug angreifen oder so? Eigentlich nicht. Ja, ich tausche beide aus, ist egal. Wenn jetzt einer von denen stirbt, ist mir dort von Latte. Das Ding ist ja, ich kann ja nicht mal dem Übeltäter, der uns warten lassen hat, also mich warten lassen hat vor allem. Nee, eigentlich uns, ne? Ich kann ihn ja nicht mal auswischen, weil ja dazwischen noch einer ist, der dran ist. Jetzt wisst ihr eigentlich auch schon, wen ich meine. Müsst ihr nur die Reihenfolge beachten, wie wir aufnehmen und so, ne? Wie wir die Folgen hochladen. Teddy T trifft das alle? Oder nur die beiden da hinten? Aber wenn es jetzt Pupsi trifft, ist auch egal. Sowieso eine Resistenz gegen Boden, also. Ja, Resistenz gegen Bodenattacken. Das trifft alle, ne? Ah, ist nicht so gut. Ja, es trifft auch Pupsi. Schade. Sejong ist tot. Sehr gut. War Draschel noch nicht? Ja, safe nicht, wollte gerade sagen. Hätte ich jetzt auch gewundert, wenn doch. Pupsi Level 23. Okay, Synthese. Das kannst du gut gebrauchen. Das netzt doch jetzt direkt. Für. Zerschlag kann man nicht wegmachen. Giftpuder. Scheiß drauf. Ich brauche schon Giftpuder, ehrlich. Ich glaube tatsächlich, wir müssen irgendwo den Zertrümmerer herkriegen. Ich glaube ja so Quest-Items oder so, die sind ja nicht getauscht. Ach, wer hat Zertrümmerer schon? Aber zumindest kann Gyorok es einsetzen. Aber es kann er doch nicht per Level up lernen, oder? Würde mich jetzt wundern. What's up? Woher haben wir den Zertrümmerer? Jetzt mal ernsthaft. Weißt du nicht, wo es den hier im Spiel gibt, ehrlich jetzt. Haben wir den wirklich schon? Ah ja, wir haben echt schon. Okay, dann umso besser. Ja klar, möchte ich gerne mit Pokémon kämpfen. Hau rein, Junge. Ich mache heute nicht viel, ich lasse mir mal was einfallen, ganz ehrlich. Ich will nur ein bisschen Progress hier machen. Eigentlich können wir auch alles skippen. 6 Pokémon? Oh fuck. Also kriegst du das kaputt. Kometendieb ist normal. Das ist Kampf. Ja, das ist jetzt stärker. Die Vergeltung. Reicht aber auch noch nicht. Ja, ist egal, jetzt reicht's. Bist es nicht so effektiv, sehr gut. Kannst keine Wasserattacke? Wundert mich gerade ein bisschen. Aber ich sage euch, die setze ich gleich wieder auf die Box. 2. Bevor ich die Folge beende und weitergebe. Das sage ich euch aber sowas von. Ich trainiere jetzt nicht für die anderen beiden. Oh, und Zapdos. Oh, verdammt. Da muss WhatsApp rein. Okay. Jetzt sind wir auf einer Wellenlänge hier. Steinwurf. So, da haben wir auch was gegen. Also jetzt haben wir eigentlich ein gutes Team, muss ich sagen, aufgestellt hier gerade so ein bisschen, finde ich persönlich. Mal gucken, wie lange das so bleibt, das Team. Ist halt auch die Frage, ne? Ich sag auch, als das nächste Mal, wenn ich mal nicht in den Kampf stecke, direkt zum Beispiel der Folge, werde ich mal Pokémon trainieren, einfach erstmal offscreen. Und dann werde ich erstmal andere Pokémon ablegen, komplett. Werde ich vielleicht sogar ein bisschen überleveln, sag ich ganz ehrlich. Zeit nehme ich mir dann. Juck mich einen Scheißdreck. Traunfugil. Da nehme ich jetzt Snack. Nein, ich. Hier Snacker rein. Weil der kann auch wissen, ne? Habe ich doch richtig gesehen gerade. Wenn nicht, dann habe ich jetzt die Arschkarte gezogen. Ja, ich kann Biss. Perfekt. Also, wir sind echt gerade gut aufgestellt, muss man einfach mal sagen. Ich werde wahrscheinlich auch in der Folge nicht viel erreichen. Also ich mache vielleicht auch mal ein bisschen länger als die, glaube ich, ursprünglich abgemachten 15 bis 20 Minuten. Einfach, weil ich jetzt Bock habe auch tatsächlich, weil ich habe jetzt auch schon länger nicht gespielt. Kann man jetzt mal auf die Schnauze halten und sich auch beschweren, wenn ich mal eine längere Folge aufnehme hier. Ja, wir bleiben drin.
Wasser undicht, ne, glaube ich sogar schon. Also Wasser auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall keine Schwäche gegen Bodenattacken. Tschüss. Funpi. Eine Wasserattacke wäre trotzdem gut, ganz gut. Magpi, ja, da sieht er jetzt auch wieder. Wasserdüse oder so wäre cool. Gab's überhaupt Wasserdüse schon in Gen 3? Weiß ich gar nicht. Dampfkörper, Mist. Ah, warte mal, es ist mein Biss auch schwächer. Weil wir verbrannt sind, ne? Egal. Oh, reicht trotzdem. War's ein Volltreffer? Nö. Okay, dann ist das aber echt eine geringe Senkung gewesen. Das ist einfach großartig Pokémon. Danke für das Lob. Ach komm, Junge, jetzt hab ich doch mal in Ruhe. Skullgirl Zoe, das war ein Typ, ne? Fällt mir jetzt erst auf. So, haben wir irgendwie eine... Ja, wir haben eine Beere dafür. Ich will die einsetzen, nicht überprüfen. Mann, geh doch darüber wieder. Boah, ist das eine scheiß Reihenfolge, die sie hier gewählt haben damals, ehrlich. Wollen wir mal gucken, was es hier zu fangen gibt? Ich bin ein bisschen neugierig. Mann, ich dachte schon, es wäre irgendwie eine legendäre Pokémon-Mucke. Fangen wir uns, versuchen wir zu fangen, komm, scheiß drauf. Wenn alle Pokémon kaputt gehen, juckt mich ein Scheißdreck. Können wir das irgendwie paralysieren? Ich glaub nicht, ne? Achso, eine Attacke ist Kometenhieb. Scheiße. Gar nicht dran gedacht. Ja komm, einmal können wir aber noch. Fünfmal getroffen, okay. Es setzt Agilität ein. Auch okay. Warte, ich kann es hypnotisieren, ne? Der kann mir mit Dings nichts. Der hat verkackt. Ja, dann nehmen wir jetzt Dings hier rein. Wage ich noch einen Schlecker? Schlecker sollte eigentlich nicht killen, oder? Ach, ich spiele hier keinen Lastlock. Ich kann es ja einfach, ne, nochmal versuchen, dann noch eins zu kriegen. Bringt dir leider nichts, mein Freund. Paralyse übrigens auch okay. Nee, macht aber nicht. Paralyse sehr gut. Na, Hypnose geht daneben, war klar. Warum sollte ich auch mal treffen beim ersten Mal? Oder beim zweiten Mal? Aber gut, Dinge sind halt drei, ne? Weiß man ja. Ah, seht ihr? Sag ich doch. Hier ist eingeschlafen, sonst können wir es. Nein, du hast nicht echte Beere. Frühlingsbeere, alles klar, ja dann. Hätte ich doch mal die Paralyse vorher drauf gekriegt. So, jetzt brauche ich wieder drei Versuche, um es zu treffen. Ist eh klar. Aber es kann halt nichts machen, ne, gegen uns. Das ist geil. Weil es halt nur Kometen nie, Vergeltung und Agilität kann. Und alle Attacken treffen ein Geist-Pokémon nicht. Also Agilität sowieso nicht, aber die anderen sind halt wirkungslos gegen Geist. So, Beutel. Ich habe doch jetzt noch Pokémon Superbälle gekauft, ne. Die lege ich auf jeden Fall auch gleich mal ab. Das wäre keine mehr hätten. Na schade, ausgebrochen. Schläft. Das fange ich mir jetzt. Ist mir scheißegal, wie lange die Folge dann nie geht. Aufgewacht, schade. Aber dass es selbst mit im schlafenden Zustand nicht im Ball bleibt, ne? Mal so eben. Mit rotem Bereich und so, spricht für Mew. Oh, ich weiß auch, wo ich das ablege. Das kommt nicht in die Box, Freunde, das Mew. Das wird schön in die Dings gelegt. In die Pension. Oh, da können auch noch zwei Pokémon sein. Stimmt, wir haben zwei Pokémon Platz gehabt gerade, ne? Jetzt sind da noch Pokémon abgelegt worden. Die ist ja jetzt hier neben Malmfroh, da war ja gerade oben eine. Bleib drin. Die du fragst, und die anderen beiden, wenn da welche sind, die lasse ich frei. Ist mir scheißegal, welche da sind. So, wir haben Mio gefangen. Das bin ich nicht, jetzt nach mir. Gar nicht eingebildet oder so. Ich bin einfach der Pokémon-Gott, das wisst ihr doch.
Nehmen wir auch direkt mit. Scheiß auf Nocturne. Ich hätte auch zum Dings gehen können, zur Pension, ne? Eigentlich. So, aber schön zurück geht zu der einen Box hier, zu der hier, genau. Und auch hier nichts auffällt. Game-A-Lot, ey. Ich weiß, dass wir nicht weitergehen könnten zur nächsten Stadt, aber ich will halt hier noch weitermachen. Lass mal kurz gucken, ob wir Pokémon da abgegeben haben. Ich kann dich auch gar nicht mehr abholen, weil du jetzt, Blitzwurp. Das war Elekid, ne? Ich kann noch eins abgeben, einfach okay, alles gut. Scheiß drauf dann. Eins wird abgegeben, eins ist doch da, eins ist noch Platz, eins kann auch noch rein. Ja, welche Attacken kann der Mew? So? Foot und Wandler, alles klar. Das war trotzdem vorher das eher schwächste Pokémon. Ja, wie gesagt, ich kämpfe jetzt hier einfach ein bisschen, Freunde. Ich, Blitzwurp hab ich auch selber gefangen. Der Blitzwurp ist doch, glaube ich, von mir sogar. Da tue ich gleich aus der Box. Da tue ich gleich da. Oh, fuck. Also, wir haben echt eine legendäre Folge hier heute, ne? Nach einer langen Pause. Fängt auf jeden Fall gut an wieder. Macht jetzt wieder Bock auf jeden Fall. Ah, Wirbelwind, shit. Sars-Wolke ist zurück. Ich lauf jetzt an. Schlecker. Okay, kann der nichts anderes als Wirbelwind? Okay, Bigani ist natürlich jetzt schlecht. Wenn jetzt angreift, habe ich die Arschkarte. Zerschneider. Bodyguard ist okay. Kann der keine Attacke, kann die Wirkung zeigt oder so? Wirbelwind. Was ist denn mit Toho los? Da ist die Sars-Wolke wieder. Wollte ich verstehen, oder? Wirbelwind. Und da ist Mew. So, was wir jetzt machen? Wandler. Sehen wir gleich, welche Attacken es kann. Wahrscheinlich kannst du mich nur die beiden attacken, oder? Wirbelwind und Bodyguard. Ach shit, sehen wir doch nicht. Einfach angreifen. Cocktail wurde auserwählt. Smog. Was ein bestimmter Kampf, ehrlich. Ja, und wieder Wirbel. So, da ist ein WhatsApp. Bodyguard lässt nach, alles klar, ist okay. Steinwurf, trifft bitte. Vierfach effektiv und tschüss. Müsste reichen, ich glaube, der Tackle hat auch gereicht. Alle kriegen sie Punkte jetzt. Ich glaube, ich muss wirklich mehr üben. Ja, mach das. Alter, ich würde aber Olli Nummer geben, ne? Utanus Jasmine. Oh, der will gar nicht kämpfen. Auch gut. Kämpfer gegen die hier. Gegen die zwei. Das ist der Schneiderbusch. Ich mach die Route auf jeden Fall fertig heute. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen überziehe heute, aber wie gesagt, ich hab da Bock drauf, jetzt einfach weiterzumachen. Und ja, warum nicht, ne? Habe ich mir auch mal verdient. Wenn ich schon so lange warten lassen werde, ist halt auch Thema Nummer 1, weil da geht gar nicht eigentlich. Bin ich der Meinung. So, Pummelf ist auch kein Feen-Pokémon, das ist das Gute. So, wir verwandeln uns in Volona. Oh, sieht cool aus von hinten. Gesang geht daneben sehr gut. Von Fußstrahl auf Volona und bis auf Pummelf. Oh, wir sind sogar jetzt schneller, oder genauso schnell, besser gesagt. Hat sich selbst verletzt, das ist gut. Gut auf Pummeluff und bis auf Volona, komm. Verschmeiß mal die Angegriffenen. Wobei ich mir sicher war, ob über Pummeluff stirbt, aber ist es anscheinend. Sein Level 15, sehr gut, der kommt auch ein paar Level hoch. Bodyguard, okay. Ruckzuckieb und bis. Ich bin verwirrt, schade.
Trauerfall jetzt von Luna, sehr gut. Stimmt, die Fähigkeit haben wir auch noch. Ich hab voll vergessen. Level 14 für Basu. Sehr gut. Wirklich sehr beeindruckend. Guck mal, was hier ist, ein Pokéball auf jeden Fall, ein Item. Azuril juckt keinen. Ich skipp mal hier ein bisschen. Komm, wir besiegen das jetzt einfach ganz schnell. Mentalkraut. Okay, ist nicht übel. So, dann mach mal hin hier, komm. Psycho Artist Veronica. Oh. Wandler, einmal bitte. Ich kann kein Fund einsetzen, im Gegenteil. Fluch. Das zieht jetzt immer ein Viertel ab, ne? Das sind also rund 13 KP. Das heißt, wir haben noch zwei Züge. 12, 13, ne? Ja, 13 KP, okay. Kann ich es irgendwie direkt besiegen jetzt mit einem Angriff? Ich glaube fast nicht. Ich glaube 14 KP, das wird nicht reichen. Sind wir aber schneller? Abschlag, komm, scheiß drauf. Ach du Scheiße, das macht gar nichts. Ja, sind tot. 1 KP bleibt übrig, alles klar. Na gut, das ist dumm gelaufen jetzt, aber was soll's. Macht ja trotzdem Laune. Nehmen wir das hier. Snacker. Biss. Das reicht, okay. Sehen wir gleich in der nächsten Stadt, da können wir uns unsere Puppen wieder heilen. Level 16 für den kleinen Piranha. Grimasse lernst du auf jeden Fall. Und zwar für Silberblick. Gibt's hier irgendeinen Attackenverlerner schon? Ich würde gerne so ein paar Pokémon Attacken verlernen lassen, einfach. Einfach so aus Jux und Dollerei. Oh shit, noch ein Trainer. Ein, zwei Käfersammler, heute ist er Käfersammler, hä? Ah, ein Ruin-Maniac. Analyst Daniel. Hier, Rock Level 16 auch. So, der könnte uns gleich vielleicht killen. Aber ist mir auch egal. Hm, ja, es wird wahrscheinlich. Okay, Intensiv T4 nicht, das wird nicht reichen. Können wir bitte zurückschrecken lassen? Snacker, ist doch mal drin. Jawohl, geht doch. Auf Ansage. Barschwa, bleiben wir auch drin. Eigentlich müsste ich noch weitergehen. Dann keiner auf die Idee kommt, in der Version nachzugucken. Auch bis auf weiteres. Dann kann ich auch wieder die. Kann ich wieder verbauen, weil wenn sie dann Zertrümmerer irgendwo verstecken und Georock freilassen. Geht das überhaupt? Weil ich das softlockt? Oh, es kann Tackle. Level 16 ist es schon, stimmt. Da passt nicht, aber trotzdem will ich nicht drauf ankommen lassen. Obwohl wäre auch witzig, wenn sich eigentlich einfach den softlocke. Mal guck weg, Perle. Ich will hier nochmal kurz Pokémon heilen. Ich mach mal einen Nachtplot. Wiesenfloh, da sind wir jetzt. Da kämpfen wir jetzt nochmal ein bisschen. Dann gehen wir Mio auch direkt ab, weil ich werde die Folge gleich hier beenden. In der Pension. Oh, ich muss aufpassen, ne? Wegen Geld, das wir dann vielleicht nicht haben, um es wieder abzuholen. Schoolgirl Max. Level 11 Xatu nur? What? Oh, ist kein Schnabel. Macht mir aber gar nichts. Das macht schon mehr. Nach Nebel macht immer so viel KP wie der Level vom Anwender. Und so viel Schaden meine ich. Und tschüss. Gib mir die EP, komm. Ja, können wir auch drin bleiben. Kusilla. Ey, 6 Pokémon wieder, alles klar. Deswegen ist sie noch nicht gelevelt, weil die so viele Pokémon hat dafür. Wow, fast ein One-Hit. Das ist effektiv. Bitte keine Para. Scheiße.
Aber Synchro wirkt also sehr gut. Immerhin. Gut. Volltreffer, alles klar. Du mich auch, Mew, ehrlich. Seejung. Ne, bleib ich auch drin. Ich werde ein bisschen mehr aushalten. Ich glaube, ich verwende mich jetzt auch einfach mal. In Seejung. Warum nicht, ne? Ich kriege ja irgendeine Attacke, die trotzdem Schaden zufügt. Ordentlich. Ne, kann er nicht. Scheiße. Dann raus. Raus zu Bubsi. Der kann zwar Pulverschnee, wie ich gesehen habe, aber er ist so tief. Naja, klar, kommt jetzt auch direkt Pulverschnee raus. Der ist so viel Level drunter, der wird nicht viel machen, wollte ich gerade sagen, so. Und den Gedanken noch zu Ende zu spinnen. So, das war der letzte Kampf für heute, Freunde, den mache ich jetzt noch fertig. Komm, beschleunige ich mal ein bisschen. Magby, ja auch egal. Zerschneider. Nein, ich wechsle jetzt nicht mehr raus. Das ist der Zehnier. Und Morlord kriegen wir auch noch platt. Ach ja, schön, schön, dass man so eine Vorsprungfunktion hat. Komm, ist auch tot. Upsi hat Level 24, sehr gut. Ja, sie sehen sehr gut aus. Was ich jetzt mache, gibt es da nicht irgendwo die Siegers? Der Paperwood Hot Boy, der kann mal gegen die Siegers antreten. Dann machen wir jetzt auf. Ich lasse jetzt ein Pokémon noch hier, nämlich mich, also Mew. Meiner wird gestiegen, ist ja auch schön für dich. Jetzt sollen wir aufziehen. Mew, habe ich ja gesagt. Gibt es hier einen PC? Ja, gibt es. So. Den lassen wir auch noch hier. Wie gesagt, den soll keiner nutzen, außer mir. Es war richtig blöd eigentlich, aber was soll's, komm. Ja, speichern kann ich ja nicht, darf ich ja nicht vergessen. Also, so manuell speichern. Aber was ich machen kann. Oh, warte mal, damit ich jetzt nicht gekämpfen. Sind sie hier, die Typen? Gegen die kämpfen? Gegen die möchte ich hier, da möchte ich rein. Freunde, den schicken wir als erstes da vorne. Starfolge natürlich. Machen wir gleich hier, was der Palkun auch mal mit mir macht, von daher scheiß drauf. So, Freunde, wir sind im Gespräch drin. Ich glaube, man muss jetzt auch kämpfen gegen die, deswegen verabschiede ich mich an der Stelle hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne mal Papertrash Mind vorbei, auf Papertrash, glaube ich, hieß der Kanal. Da gibt es die nächste Folge dann. Kann ich nur oft genug sagen. Auch gerne beim Palku natürlich, der hat die Folgen dazwischen. Sind Dreier gespannt, wie gesagt, ist Together. Sonst macht es ja keinen Sinn mit dem Namen. Und lasst gerne noch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und den Kanal nicht unterstützen vor allem. Und natürlich bei den anderen beiden auch, wenn es euch weiterhin gefällt, dieses Projekt allgemein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Basokasu.